Dün, 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 dün. Willkommen zurück zu Terraria. Terraria. Okay, ich hoffe. Ja, hier, Laserschwert. Hui, haben sie uns gerade gebaut, ihr habt zugesehen. Während ich so schön, in schiefen Tönen, gesungen habe. Oder gekrächzt. Das kann man ja nicht mehr singen nennen. Egal, heute werden wir. Ich weiß es gar nicht. Einfach durch die Gegend schlagen, weil wir ein schönes rotes Laserschwert haben. Yeah! Jetzt setzen wir noch unseren Helm auf. Atmen noch schwer. Nein, gehen jetzt wieder in die andere Welt und werden noch ein paar Shadow Orbs vernichten. Finde ich gerade als die klügste Idee. So, Zombie. Welche Bitte, das war's denn? 200 aber. Ja, mittlerweile sind es ja schon 253. Wow! So. Es werden auf jeden Fall ein paar Meteoriten. Nicht Meteoriten, meine Güte, konzentriere dich beim Reden. Du willst Sätze aussprechen, die eine logische Sache ergeben. Wir werden jetzt ein paar Shadow Orbs vernichten, in der Hoffnung, dass wir endlich mal einen gescheiten Gegenstand finden. Danach werden wir uns wahrscheinlich noch ein wenig Eisen suchen in einer Höhle, weil unser Inventar die ganze Zeit voll ist. Und ich noch einen Diamant im Inventar mit mir rumschleppe, wie ich gerade sehe. So, ja, das. Das brauchen wir gar nicht mehr. Das Dämonenschwert. Ja, diese Sachen brauchen wir auch nicht. Komm. Wenn ich irgendwo griefen will und Korruption pflanzen will, dann sage ich schon vorher Bescheid und so ein Auge habe ich ganz schnell getötet mit meinem Mancher. 17 Schaden machen wir jetzt. Fühlen uns richtig mächtig. Schlagen auch relativ schnell zu durch den Z-Bonus. So, da waren wir, glaube ich, noch drin. Ich weiß gar nicht, bis wohin wir waren. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich weiß nur noch, dass ich irgendwo eine Fackel gesetzt hatte. Okay, da bin ich durch den Stein durchgeglitscht. Stirb! Da waren wir noch drin. Gehen wir mal dort rein. Mit Minenhelm. So. Aua. Aha. Okay. Ja, cool. Und aha. Und es geht tiefer und wow. Und okay. Zwei auf einen Streich würde ich das gleich mal nennen. Oder ist da drin unten noch eine dritte vielleicht? Ne, sieht eher aus, als wäre da ein Dämon, Alter. Dieses Klicken. Dieses lautstarke Klicken, was ihr hier vernehmen könnt, das ist das neue Geräusch von Stein abbauen seit dem letzten Patch. Für mich hört es sich sehr komisch an. Aber ich gehe erstmal nach oben, nehme mein Laserschwert, töte den Wurm. Du kannst dich nicht der dunklen Seite der Macht in den Weg stellen. Erbärmlicher Padawurm. Oder wie ich ihn bezeichnen sollte. Nee, Padawurm klingt doch auf jeden Fall interessant. So, jetzt holen wir uns erstmal noch ein bisschen Luft, sonst erstickt man ja noch. Luft. Ja, das war knapp. So, den hier. Hämmern wir kaputt. Kriegen einen Orb of Light, den wir auch haben wollten. Tschüss, Bomben. Es kam ja gestern ein neuer Patch mit ein paar. So. Tschüss, Dings. So. Orb of Light kostet 40 Mana. Genau diese zwei Sterne, die ich hier habe. Und macht eine Lichtkugel, die mir folgt. Jetzt, dass ich einfach halt nicht diesen anderen Helm mehr brauche. Ganz genau, jetzt weiß ich nicht mehr das, was ich davor sagen wollte. Ach, war bestimmt nichts Wichtiges. Glaube ich. Hoffe ich. Mana füllt sich von alleine wieder auf, wie ihr beobachten könnt. Ihr könnt jetzt da gerne eine Minute hinstellen und beobachten, wie sich mein Mana wieder auffüllt. So, das machen wir auch noch weg. Und dann, bam, nein, bam. Ja, Luft. Achso, ja, es kam gestern ein Patch. Ich erzähle es fertig, bevor ich abbaue, sonst bin ich wieder abgelenkt. Bei dem Klebebomben hinzugefügt wurden. Die kann man mit 5 Gel und einer Bombe machen. Leider habe ich meine Bomben gerade weggeschmissen. Kann ich nicht zeigen. Und wenn man was craftet, kann man Rechtsklick drauf gedrückt halten. Also so. Und dann geht es die ganze Zeit weiter, ohne dass man die ganze Zeit einzeln klicken muss. So, die braucht man aber allerdings auch nicht. Wavethorn, ein Zauberstab. Cool. Tauschen wir gegen ein bisschen Erde. Dieser Stab kann ich euch sogar demonstrieren. Hab ja eigentlich mal so. Der macht so. Bam. Ist extrem gut gegen diesen Wurmboss, aber mein Mana ist nicht mal ansatzweise genug, um gegen das dauerhaft zu benutzen. Ich glaube, ich könnte es 5-mal benutzen, dann wäre mein Mana leer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und mein Mana füllt sich ja nicht mehr auf. So schnell. Also, ich kann es vielleicht auch 10-mal benutzen, wenn ich mich gut anstelle. Dennoch,
würde mein Mana nicht sehr lange dafür reichen und das hätte keinen Sinn. Wenn wir uns weiter hier so gut anstellen, kommt wahrscheinlich gleich nochmal der Weltenfresser und will uns fressen. Aber wir haben unser Laserschwert. Ich werde auch bei der nächsten Aufnahme, ich habe heute wieder nicht dran gedacht, den Ingame-Sound vom Spiel, also die Musik lauter stellen, weil ich wirklich weil mir wirklich aufgefallen ist, dass ihr nur dieses Klopfen und Sterben und hört, was ich die ganze Zeit mache, aber ihr hört gar nicht den Ingame-Sound. Was ein bisschen schade ist, weil die Musik in dem Spiel wirklich genial ist. Sogar ein Hip-Hop-hörender Kollege von mir, der eigentlich bei jedem Spiel immer Musik hört, meint, nee, Terraria ohne Tonspiel, das wäre ja gammelig. Also, das muss ja schon was heißen. Ey, dass der Ballo hört. Tschüss, Kupfer. Wow, hast du ein Geschwindigkeits-Upgrade bekommen, oder was? Der ist ja schneller als ein D-Zug. Oh mein Gott! Hilfe! Lass mich hier erstmal raus, so. Laserschwert. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr unsere lächerlichen Granaten. Wir machen einfach so. Das wird ihn genauso fertig machen. Wow. Mein Körper ist ganz schön lang. Kann ich mir das so lange in Erinnerung haben. Wir können natürlich auch den Wallo hört mal hier rausholen. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Alles ist gut, was wir draußen haben. Oh mein Gott. Wir haben so viele gute Waffen, ich weiß nicht mehr, was wir benutzen sollen. Aber ich probiere erstmal den Wallo hört auf. Da ist er. Bam. Er trifft ihn halt extrem oft. Bummi. Okay. So gesehen. Aber das ist natürlich auch sehr geil. Da diese Zahlenmengen. Aber mein Mana ist ja leider nicht das Beste. Naja, so schnell wie der wiederkommt. Kann ich sicherlich ein paar Mal in ihn rein benutzen. Yeah! Schaden! Oh, da war ein Schleim. Ja, da hat mir ein netter Schleimbesuch abgestattet. Komm her, Mr. Wurmi. Du machst uns keine Angst. Wir sind zu mächtig für dich. Bam. Ah, schön. Jetzt fliegt er hier langsam. Und ich kann auf alle Körperteile ein bisschen einprügeln. La 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 la. Aua. Er hat uns fast da reingeschmissen. Oh nein, ich habe solche Angst. Hört ihr meine Angst in meiner Stimme? Aua. Au, geh weg. Nochmal das Ganze. Yeah, was Prügelei. Wow. Hilfe, da kann ich ja nichts machen. Doch, ich treffe ihn ein, zweimal. Ha, aber da treffe ich wieder oft. Und bam, und er teilt sich. Oh, mein Inventar ist voll für das ganze Zeug, was ich brauche. Stirb, Seide. Was kann ich noch wegschmeißen? Stirb, Pilze. Und, ach, natürlich habe ich nicht aufgepasst. Ja, das kommt. Ich sollte unbedingt eine Truhe bauen. Ich glaube, das setze ich jetzt als höchste Priorität. Aber Mr. Wurm wird uns ja folgen. Auch wenn jetzt wieder nur noch die eine Hälfte ankommt und die andere sich einfach mysteriöserweise in Luft aufgelöst hat. Riesenmeer, da will ich nicht unbedingt kämpfen. Da möchte ich kämpfen. Ah, auf der Eye of Cthulhu-Fläche. Ein würdiger Kampfplatz auch für diesen Gegner. Auch wenn er sich schon halbiert hat. Los, los. Ja, bam, stirb, stirb. Stirb. Ich verfolge dich einfach, haha. Und dann frisst er mich wieder. Der Kopf macht leider 10-mal so viel Schaden wie der Rest von dem Viech. Deswegen ist es nicht so unbedingt praktisch, dass er sich die ganze Zeit aufteilt und jetzt mich 1000 Würmer angreifen. Hilfe, heilen. Gut. Oh, das war ja ein Zombie. Ich dachte gerade, hä, was ist denn das? Bam, bam. Oh mein Gott. Heilen, heilen, heilen. Boah, dieser kleine Scheiß-Dreckskerl da. Bam. Hätte mich da fast noch getötet. Die Pistole würde gegen das Viech nichts bringen, weil es nicht durch so viele Gegner durchgeht. Blablabla. Ich verlerne nicht gleich schon das Sprechen. So. Alter. Ha, ich habe einen Teil besiegt. Heiltrank. Und dieser Scheißhalle. Und der Große. Der Hauptkopf. So, wo kommt der? Jetzt kommt gleich der Scheißhalle. Schlage ich einfach. Ja, wie, wann stirbt denn der Kleine? Der Mini-Fetzen hält ja mehr aus als die Große. Bam! Endlich. Da ist nur noch dich. Euch. Uns. Yay! Gruppen, gründen wir eine WG mit den Monsterwürmern. Hilfe. Mit den zwei Monsterwürmern natürlich. Jeder von denen muss eine Miete zahlen. Mit sich beteiligen. Also teilen wir ihnen 20 Stücke auf und danach können wir unsere Miete leisten. Und jetzt, wow! Episch Kill. Episch. Episch. Mit CH. Episch. So.
Will jemand den Helm haben? Ich schenke ihn euch. Ich nehme ihn mit und dann schreibt halt... Oh nee, 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 nee. Ich verkaufe ihn. Weil ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, ich schenke ihn euch, wenn ihr mich anschreibt, dann würden mich wieder 30 Millionen Leute anschreiben. Und so, hey, ich will den haben. Nee, nee, nee. Dann farmt ihn euch selber, das ist ja nicht so schwer. Also bitte, ich schaff's hier im 9. Part schon mit Laserschwert und kompletter Rüstung rumzulaufen. Also da müsst ihr nur 9 halbe Stunden spielen. Schon habt ihr hier so einen schönen Stuhl wie ich mitten in der Landschaft stehen. Hurra! Und wir haben einiges für diese Folge erreicht. Und ich weiß, dass die Folge jetzt gerade nur 15 Minuten lang ist oder sowas, aber... Ich werde weiterspielen. Ha! Jetzt hättet ihr gedacht, ich beende die Folge. Ich auch eigentlich, aber ich denke mir, nein. Ich habe euch gesagt, ich nehme eine halbe Stunde auf, dann werde ich mich auch mal zusammenreißen können und trotz langen Schultagen irgendwie hier eine halbe Stunde zusammendaddeln. Und da ist ein Stern abgestürzt, habe ich doch gehört. So, auf jeden Fall haben wir jetzt die ganzen Gegenstände bekommen, die man aus den Shadow Orbs bekommen kann. Und man bekommt wirklich immer was aus den Shadow Orbs. Mir hat auch jemand geschrieben, hey, ich habe nichts aus den Shadow Orbs bekommen, ich habe 10 Stück verschwört. Dann hast du vielleicht keine Shadow Orbs zerstört, sondern irgendwie Sand weggehauen oder sowas, aber aus Shadow Orbs kommt immer was. Jedes Mal. So, das Shackle wollte ich auch noch zeigen bei dem Bosskampf. Da, das kann man anziehen, das bringt eine Verteidigung. Wir gehen mal wieder in unsere alte Welt. Hui! Und... Dipsonne. Okay. Moment. Hat jetzt die Sonne hier gerade beeinflusst? Ich teste nur was. Wenn ich jetzt das so mache und dann Terra Power, dann ziehe ich die Sonne dahin. Hier. Ob es ginge. Nee, sie geht nur von da unten nach oben. Okay. Schade, schade, schade. Das wäre ja witzig gewesen. Die können wir uns wahrscheinlich nie leisten, weil wir die ganze Zeit immer mit unserem Geld im Inventar sterben. Dennoch werden wir jetzt unser Inventar mal sortieren, gemeinsam, um die Zeit rauszuziehen. Nein, um einfach, weil, was weiß ich, mein Gott, ich werde schon irgendwas zum Reden haben, werde ich sortieren. Oh, ein Diamant, verkauft. Oh, 30 Topasse, verkauft. Eicheln brauche ich nicht, Pilze brauche ich nicht, Linsen behalte ich mal, Shadowscape behalte ich mal, Demonite, oh, wow, ist relativ viel wert, Ebonstone ist nichts wert. Dirtblock behalte ich in 250, das kann weg. Die Munition kann... Feuer ist weg. Das behalte ich. Die Pilze brauche ich, um bessere Heiltränke herzustellen. Mache ich zwar noch nicht, aber behalte ich mal. Die Mushroom Grass Seeds, die haben wir bei mir noch nie funktioniert. Könnt ihr mir gerne mal erklären, wie die funktionieren sollten. Bei mir funktionieren sie auf jeden Fall nicht. Den Mining Helm behalten wir nicht, weil wir den Light Orb jetzt haben. Den können wir uns später wieder farmen. Das brauchen wir auf keinen Fall mehr. Die Engelstatue ist einen Kupfer wert. Hurra. Das tun wir uns dorthin. Den verkaufen wir. Hahaha, jetzt kriegt ihr ihn nicht. Okay. Schadenfreude. Und schon ist ein wenig mehr Platz. Die Wurmzähne brauchen wir nicht. Die Rotten Chunks brauchen wir nicht. Die Unholy Arrows brauchen wir auch nicht. Die Linsen brauchen wir auch nicht. Wenn ich ein Auge von Cthulhu holen will, hole ich mir einfach welche aus meinem Lager. Ein paar Linsen. Meine Jüte. So, dann tun wir 7 drauf addieren. Haben wir schon die Hälfte von der Shark Gun. Können sie uns vielleicht doch irgendwann noch leisten. Irgendwann in ferner Zeit. Wir haben ja sogar schon 2 Truhen. So, da hatten wir noch ein bisschen Dämonen und dann haben wir noch ein bisschen davon. Und da haben wir da etwas Brauchbares drin. Ja, Bomben, ich kann euch kurz mal die Sticky Bombs zeigen. Auch wenn ich eigentlich schon eine Aufnahme habe, wo sie gezeigt werden. Hallo? Hallo? Wo sind denn die? Wahrscheinlich ganz oben. Da, diese blauen Bomben. Sticky Bombs. Yay, mein ganzes Gel verbraucht, was ich eh nicht brauche. Zum Beispiel an dieser Wand. Wir werfen dagegen und BAM! Sie klebt an der Wand! Oh mein Gott! Es ist so awesome! Ja. Das können Sticky Bombs. Die werden wir gleich wieder direkt beim Händler verkaufen. Durch die Wand. Tschüss und tschüss. So, dann tun wir mal unser ganzes Shadows-Geld zusammen. Also zumindest unsere Waren machen und schauen, ob wir vielleicht doch noch irgendwas nützt. Ja, ne... Ja, natürlich, wir können aus dem Dämonite können wir uns noch die Axt machen und so weiter. Das, also können wir noch aus dem Dämonite können wir noch ein paar relativ nützliche Gegenstände herstellen. Ich sag jetzt hier nicht ultra mega wertvoll.
weil das nicht wahr wäre. So, Hammer würde 10 kosten und die Axt würde 10 kosten. Okay, machen wir uns die Axt, zack, und den Hammer. Das ist voll der Hammer! Diese Waffen haben eine wirklich starke Stärke, wie ihr seht. 28 Schaden, der Breaker, den hatte ich noch nie. Und die War Axe of the Night natürlich auch. Sehen auch relativ cool aus. Der Breaker, breaken wir doch irgendwas. Der greift sogar relativ schnell an, finde ich. Ah, das Laserschwert ist doppelt so schnell. Und das Laserschwert macht auch 21 Damage, also passt's. So, ja, ich wollte gerade hier irgendeinen Gegner schlagen, aber scheinbar hat gerade kein Gegner Lust, sich mit uns zu battlen. Leuchtet das Laserschwert eigentlich im Dunkeln? Muss ich gerade mal schauen, ich weiß gar nicht. Ja, es leuchtet sogar ein bisschen, wenn man schlägt. Gibt auch später Waffen, die leuchten extrem. Dann ist es so, als hättest du ein Light Orb an. Braucht man nicht mal mehr ein Light Orb, wenn man schon so leuchtende Gegenstände hat. So, die 98 Shadows allerdings tun wir da auch wieder rein. Oh, da hätten wir auch noch 15 Bahnen noch mehr gehabt. Können wir uns ja bestimmt irgendwann mal was Schönes basteln. Die Pilze addieren wir zusammen. Die Heiltränke addieren wir auch. Das Gel stecken wir uns in den Popo. Nein, tun wir uns hier noch rein. Den Light Orb tun wir dort oben rein. Die Pistole tun wir vorerst hier reinpacken. Den Woodenhammer verkaufen wir gleich. Genau wie diese Axt. So. Jetzt haben wir eine komplette Demo-Knight-Ausrüstung. Auch schön. Die Meteoritenbahn, die tun wir in unserer Truhe lagern. Obwohl, Planänderung. Wir nehmen die Pistole. Und wir werden aus unserer Meteoritenbahn das einzig Nützliche craften. Meiner Meinung nach. Nämlich... Oh, ich habe die Meteoritenbahn gar nicht dabei. Fail. So. Nämlich Munition. Meteorshots. 9 Damage pro Schuss. Also... Abnormal gut finde ich das. So, machen wir und dann zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier ein 4er-Stack mit hypergeiler Munition. Ich weiß nicht, ob es bei dieser schlechten Waffe was bringt, aber so, verkaufen wir schnell mal die beiden. Und suchen uns meinen Gegner. Hüpfen einfach durch die Pampa. Und schauen, wie viel die Pistole jetzt macht. Im Vergleich zu früher, obwohl wir sie nie mit früher vergleichen können, weil ich nie auf schwache Gegner damit geschossen habe. Dennoch können wir sie mit unserem Laserschwert oder sonstigen vergleichen. Und wir können eine Himmelsinsel damit jetzt suchen. Indem wir durch die Landschaft rennen und alle paar Meter so in den Himmel schießen. Das machen wir jetzt einfach auch mal. So, schauen wir mal. 13 Schaden. So. Relativ stark. Wie schnell kann die schießen? Okay. Ja, auf einer geraden Fläche brauche ich nicht 10-mal schießen. Da wird dann schon keine Himmelsinsel kommen. Wir werden jetzt einfach so lange durch die Pampa rennen und in den Himmel ballern, bis ein Schuss auf einmal plötzlicherweise erschreckungsweise zurück zu uns zum Boden fällt. Ja, ich kann auch gerne den Light-Off anmachen, dass ihr etwas seht, was eigentlich nichts bringt, aber hey, dann erkennt ihr vielleicht doch ein wenig mehr. Da kam ein Schuss zurück! Ich hab's gesehen. Da kam noch einer zurück. Oh mein Gott, da oben ist eine Himmelsinsel. Ja, das ist meine Methode der Himmelsinselfindung. Habe ich selbst erfunden. Ich werde gleich Patent darauf anmelden. So, und jetzt stapeln wir uns mit Erde nach oben. Voll cool. La 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 la. Ach ja. Ich singe gerne, obwohl ich es nicht kann. Ist das nicht toll? Ich weiß, auf jeden Fall. Da ist schon die Himmelsinsel. Hallo. Bam. Jetzt müssen wir nur epic Kletterskills hier beweisen, sonst fallen wir ja runter. Bam. Haha, und hier oben ist ein kleines Haus aus Gold. Wahrscheinlich sind noch die Raketenstufe drin. Nein, der Red Shiny Balloon. Ich freue mich drüber wie ein kleines Kind an seinem Geburtstag, wenn es einen roten Luftballon bekommt, weil wir jetzt doppelt so hoch springen können. So, das Eisen nehmen wir auch liebend gerne mit. Also warte, hier. Red Shiny Balloon Increase Jump High. Also ohne. So. Also können wir maximal so auf die Höhe von dem Goldhaus hüpfen. Okay, mit. Oh, doppelt so hoch. Hui. Ja. Gefällt mir schon mal sehr, dass wir den gleich gefunden haben. Wir werden uns einfach noch ein... oh Gott, was mache ich denn? Das war natürlich nicht anders zu erwarten von meiner Seite aus. Einfach mal kamikaze-mäßig runterspringen, weil ich gewohnt bin von meinem anderen Charakter, dass ich da einfach kamikaze-style runterspringen kann und gleich nach den nächsten Inseln suchen. Ah ja. Schießen wir einfach hier mal noch ein paar Mal in den Himmel. Vielleicht ist ja hier auch noch so eine kleine Insel versteckt. Wieder gegen unser Erwarten, aber man kann es ja immer noch probieren. So. Unser Gold liegt ja sowieso einfach mitten in der Landschaft. Das werden wir auch wieder finden. Ich hoffe, es stört euch auch nicht sehr so großartig, dass der jetzt hier
Irgendwo ein Erdturm in der Landschaft ist, dass sie mich gleich deabonniert. Oh mein Gott, da ist er, ein Erdturm in die Landschaft gebaut. Er verhunzt seine ganze Welt. Los, hasst ihn. Okay, ja, nein. Hilfe. Ich, was? Wieso? Nein! Ich hätte jetzt fast schon meinen Kopf auf den Tisch geschlagen, aber ich habe mir noch überlegt, lieber nicht. Das wäre aber eigentlich so eine richtige Facepalm-Situation gewesen, so. Oh mein Gott, wie ich mich schon wieder hier anstelle. So, ich klammer mich jetzt überall fest. Oh mein Gott, das ist so tief. Und da auch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es. Oh mein Gott, ich lebe noch. Okay, so, jetzt laufen wir mal normal weiter. Kriegen dafür noch ein Sternchen geschenkt, dass wir so schlecht sind. Hier haben wir auch verdient, so unsere Troststernchen. Gute Nudelsterne. Hurra, wir sind bei SpongeBob. So, nehmen wir unser Geld. Unser erstes Geld. Unser zweites Geld eher gesagt. Unser erstes liegt ja irgendwo da hinten. Freuen uns auf jeden Fall, dass wir so hoch springen können, dass wir schnell rennen können. Und dann ist uns eine Wand im Weg. Oh, hallo, Light Orb. Habe ich dich ja total vermisst schon. So. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo die Insel endet. Genau dort, wo unser Geld im Boden liegt. Genau da. So, und wir laufen weiter. Und schießen in den Himmel. Und die Waffen zum Himmel. Wir werden uns vielleicht später noch auf einer der Himmelsinseln ein Haus bauen. Wir wissen ja dann, wo sie sind, weil seltsamerweise riesige Erdtürme nach, zu ihnen nach oben führen, die irgendein Idiot einfach so nach oben zieht, mitten in der Landschaft. Ja, bei Minecraft würde man sich über einmal einen Türme stören. Hier sieht man es ja nicht mal, weil man sich nicht mal umsehen kann gescheit. Man sieht ja nur so sein näheres Umfeld. Aber es stört ja eigentlich nicht. Und ich habe schon wieder mit Minecraft in Vergleich gezogen. Wie kann ich nur? Sollte mich schämen. Ich hol gleich die Bambusrute und schlag mir auf die Hände. Das muss bestimmt wehgetan. Warte. Da kommt doch die Schüsse zurück. Das habe ich doch gehört, wie das in das Gras geflogen ist. Wahnsinn. Hätte ich schon wieder eine verpasst. Ja, so werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Himmelswelten abfarmen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, schon wieder die 25 Minuten geschafft. Hurra! Nach der Himmelsinsel höre ich auf. Es gibt so pro kleine Welt circa drei Himmelsinseln. Zwei bis drei. Also ich habe das Maximum, was ich gefunden habe, war mal vier. Aber das war auch ein Glücksfall. Also immer so drei. Zwei finde ich meistens eigentlich. Zwei. Ja, zwei ist eher. Ja, diese... Das ist aus Kupfer gebaut und der Hintergrund ist aus Gold. Das hat nichts zu bedeuten. Hier finden wir ein crappiges Schwert, was kein Mensch braucht. Aber es hat ein paar coole Effekte. Kann ich euch auch schnell mal zeigen. So. Und BAM! Man kann Sterne runterfallen lassen. Und ich mache schon wieder denselben Fehler. Haha, aber ich habe den Enterhaken unter mich geschossen. Ha, Skill! Okay. Man kann damit so Sterne abstürzen lassen. Hui, und die machen relativ viel Schaden. Relativ viel Schaden könnte ich euch zeigen, indem es mal ein Schleim kommen würde, weil die Nacht ja schon scheinbar vorbei ist. Ja, die Tagesmusik beginnt. Hurra! Ich schieße mal weiter in den Himmel hier. Noch während ich laufe. Und ein Gegner suche. Da ist ein Gegner. Und dann BAM! Stirb an Sternen. Ein Stern macht 14 Schaden. Ja, könnte extrem stark sein, hätten wir ein wenig mehr Mana. Dann wäre es vielleicht sogar... Gegen diesen Weltenfresser, könnte es allerdings wirklich noch... Wir laufen noch die Richtung fertig kommt. Gegen diesen Weltenfresser könnte diese Waffe wirklich extrem stark... War da was? Nee. Manchmal explodieren die Schüsse einfach in der Luft, ohne einen erkenntlichen Grund. Ich frage mich, wieso. Das verwirrt dann nämlich sehr, da denkt man immer, oh, da ist doch eine Himmelsinsel, und dann ist ja gar nichts. Das ist nur so ein Luft. Keine Ahnung, was die Kugeln davor haben. Vielleicht begehen sie einfach Suizid oder sowas. Habe ich unseren Flipper weg? Oh, ich habe unseren Flipper weg. Ja, natürlich. Immer das Schönste packe ich weg. Da, 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 da. Stirb, Himmel, stirb. Ja, hier ist die Welt auch schon zu Ende. Das war es ja dann für diesen Part. Die dritte Himmelsinsel wird sich dann wahrscheinlich links befinden. Mit unserem Glück. Hallo, Kiste. Haben wir dich schon mal durchsucht? Ja, natürlich. Wir waren schon oft hier am Ende der Welt. Na gut, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Muss so schnell reden, bis die Luft leer ist, weil ich mich nach der Aufnahme teleportieren werde. Bis zum nächsten Mal. Euer Zombie. Wir sehen uns morgen. Ciao!